Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Hacklabor und auch an den Empfangsgeräten zu Hause. Es ist uns eine ganz besondere Freude, dass wir heute einen Vortragsgast haben, der uns in die spannende Welt der öffentlichen WLAN-Infrastruktur entführen wird. Das ist der Volker von den Stadtwerken Schwerin. Wenn ihr Fragen habt, auch online, dann könnt ihr das gerne im Chat machen, bei Twitch und ansonsten uns schreiben an @hacklabor. Und am Ende gibt es dann eine kleine Q&A-Session und Diskussionsrunde. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist, Volker, und damit übergebe ich dir das Wort. Super. So, danke. Hallo. Ich grüße euch herzlich. Ich bin froh, hier eingeladen worden zu sein, um ein bisschen rund um das Thema öffentliches WLAN zu sprechen, wie ich dazu gekommen bin, was ich da heute tue und ganz wichtig, wo ich da hin will. Und deswegen nehme ich euch ein bisschen auf meinen Werdegang mit, wo ich die ganze Geschichte für mich gefunden habe, wie ich das technisch umgesetzt habe, bis hin zu meinen Erfahrungen, wie wir es heute machen und was ich in Zukunft vorhabe. Erstmal ganz kurz zu meiner Person selber. Ich heiße Volker von Hösslin, bin Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Geschäftsführer bei SKBX Systems und System-IT-Administrator bei den Stadtwerken Schwerin. Eigentlich nichts Spektakuläres. Ich denke, so eine Vita haben wir alle. Wir kommen woher, gehen wohin. Aber im Grunde erstmal zu meiner Ausgangsposition, die Firma SKBX Systems. Die habe ich gegründet im Jahre 2012. Und war eigentlich dafür gedacht, als rechtlicher Untergrund oder Unterbau für diese ganze WLAN-Hotspot-Geschichte. Damals, 2012, das war damals noch ein bisschen, naja, kritisch, wenn man einfach so einen öffentlichen WLAN-Hotspot in die Gegend gestellt hat und jeder hat da das Internet benutzt und schwupps musste man für alles haften, was da über diesen Internetanschluss gelaufen ist. Und Die Freifunker zum Beispiel, die kennen das Thema ganz groß. Die machen das, glaube ich, bis heute noch über einen schwedischen ISP, der das Ganze proxyt, den ganzen Traffic. Und da ich mit SKBX Systems mein eigenes WLAN-Hotspot-System anbieten wollte, brauchte ich halt eine rechtliche Absicherung in Deutschland, dass ich auch öffentliches WLAN betreiben kann, ohne dass mir das alles direkt um die Ohren fliegt. SKBX Systems ist bis heute eine UG, bedeutet, es hätte irgendetwas passiert, wäre ich persönlich raus gewesen und die Firma wäre schuld gewesen, aber das nur am Rande. SKBX Systems musste natürlich angemeldet werden bei der Bundesnetzagentur, hatte alles viel Papier gedauert, bis das alles durch war. Also wenn da jemand mal Interesse hat, selber in die Richtung zu agieren, ich kann da gerne weiterhelfen und vorweg sagen, lasst es. Es ist zu viel Papierkram, der da auf einen zukommt. Mit SKBX Systems habe ich, beziehungsweise damals auch noch mit einem Kollegen zusammen, das WLAN-Hotspot-System Skyburner entwickelt. Skyburner war ein WLAN-Hotspot-System Sorglospaket, nenne ich es mal so. Da war alles drin, was man braucht, um so ein öffentliches WLAN zu betreiben. Das ging auf der einen Seite, auf der administrativen Seite, so weit, dass man sich nicht um die Hardware kümmern musste. Wir hatten vorgefertigte Hardware, die wurde eingeschaltet. Die haben nach Hause telefoniert, komplett automatisch provisioniert. Das waren damals simple Hardware, die wir mit OpenWRT aufgebohrt haben und zusätzlich mit OpenWRT quasi befähigt haben, das Ganze zum Laufen zu bringen. Das System war damals wirklich sehr durchdacht. Wir haben wirklich alles genommen, was wir gefunden haben, um das System rund zu bekommen. Angefangen damals mit Kuva Chili, das war damals so die Lösung, wenn man ein NAC-System brauchte, quasi die Zugangskontrolle, darf derjenige ins Internet? Ja, nein.
Das ganze Frontend bzw. das Ausspielen des Captive-Portals war damals Symfony. Das war damals schon der heißeste Scheiß, wenn es darum ging, hier irgendwas im Webbrowser anzuzeigen als Backend. Wir haben, hier steht jetzt noch eine PKI, ganz, ganz rudimentär für unsere VPN-Verbindungen und sowas. Die hatten wir alle mit Zertifikaten abgesichert. Das war recht rudimentär. Ansonsten auch für die ganzen VPNs und sowas ein EPAM drin. Und wie ich schon sagte, die Access Points mit OpenWRT ausgerüstet. Da das Ganze eine Cloud-Solution war, die wir da gebaut haben, war das ganze System natürlich auch Multitenant, also mehr benutzerfähig. Wir konnten alle unsere Kunden über ein System abfrühstücken. Wir mussten nicht für jeden Kunden ein eigenes System aufbauen, sondern wir haben quasi ein System in die Cloud gesetzt und dort alle Kunden drüber abgefrühstückt. Ansonsten gab es die klassischen Dinge. Es gab Tickets, es gab Online-Payments und die Geschichten mit Aussehen, das konnte man natürlich pro Kunde anpassen. Störerhaftung hatte ich schon am Anfang erwähnt, die haben wir natürlich dann an unsere Kunden weitergeben können. Bedeutet, dass die Kunden, die dieses System genutzt haben, quasi nicht in der Störerhaftung reingefallen sind und dafür geschützt waren. Wenn man es rechtlich ganz genau nimmt, ist es auch nicht richtig. Auch alle heute, die solche Systeme anbieten und sagen, ja, wir stehen hier vorne, wir sind Provider, wir genießen das Provider, die Provider-Privilegien, dass wir nicht haftbar sind für Traffic, der durchgeleitet wird. Am Ende des Tages ist selbst der Kunde, der quasi dieses Hotspot-System bei sich hinstellt, mitwirkender und kann quasi über diesen Punkt sogar mit haftbar gemacht werden. Nur am Rande, einfach mal Fun Fact. Fürs Online-Payment haben wir natürlich auch Rechnungen generiert. Damals haben wir uns einen PDF-Server noch zusammengeschustert, damals auf Basis von Jasper Report. Jasper Report ist eine Dokumenten-Engine unter Java. Da kann man sich quasi das alles schön zusammenklickern, wie das aussehen soll, schmeißt eine Datenquelle dazu und dann wird daraus eine PDF generiert. Das hatte ich damals gekapselt, habe das damals noch in der SOAP-Schnittstelle gemacht und sowas, ganz, ganz fancy. Das war schon spannend, da diese Technik noch so mit reinzubringen. Viele zusätzliche Dienste natürlich mit reinbringen müssen, damit das Hotspot-System läuft. Das ist einmal DNS, da haben wir Power-DNS genommen, haben Pipe-Backend hinten dran gepackt für die Logik. Und diese Logik hinten dran haben wir abgefrühstückt über PHP, was quasi einfach executed wurde in Script. Und was dann die Logik für DNS abgefrühstückt hat. Free Radius, quasi im Zusammenspiel mit dem Kuva, da kamen dann diese ganzen Geschichten, wer darf was, wann, wie lange, bis hin, wie viel Traffic hat er verbraucht, wie lange war er online und. Dafür wurde der Free Radius benutzt und der hat das dann über das MySQL-Plugin auch gleich in die Datenbank alles reingeschrieben. OpenVPN quasi als Verbindung. Wir haben für das WLAN brauchten wir, für diese ganze Zugriffskontrolle, auch für das NAC-System braucht man einen Layer 2-Tunnel. Das geht mit Layer 3 auch, aber wir haben uns für Layer 2 entschieden, um das zentral abfrühstücken zu können. Und der OpenVPN Layer 2-Tunnel hat nicht das gemacht, was wir wollten. Deswegen haben wir darüber nochmal ein L2TP-V3 drüber gelegt. Damals, wohlgemerkt 2012, war das alles noch nicht ganz so normal, nennen wir es mal. Deswegen sind wir hier sogar mit einem Custom-Kernel gelaufen, damit wir L2TPV3 direkt im Kernel mit drin hatten. Also das war den Zusatzaufwand, den wir immer hatten. Wir mussten immer mit einem Custom-Kernel fahren. Aber das haben wir dann auch hingekriegt. Ganz klassisch damals Apache 2 als Webserver. Nginx war damals, gab es, aber war noch nicht so verbreitet. Wir haben uns damals für Apache 2 entschieden, wie schon oben, FreeRadius, MySQL, klar, Datenbank und, wie schon erwähnte, die Cloud Solution. Dieses komplette System haben wir an diversen Standorten, diverse Kunden ausgerollt, war sehr solide, lief eigentlich ganz gut. Ich muss dazu sagen, wir hatten am Anfang ein bisschen Geschwindigkeitsprobleme und so, aber im Grunde lief das alles ganz gut. Hier hat man mal eine Vorstellung, wie das Ganze damals ausgesehen hat. Hier im linken Bereich haben wir quasi das Captive-Portal, quasi wenn der Nutzer sein Gerät öffnet, sich mit dem WLAN verbindet, wird automatisch wurde dieses Portal hier geöffnet.
gab es die Option kostenloses Internet, Ticket kaufen oder wenn ich ein Ticket habe, konnte ich das hier eingeben. Das Backend, was von einem Kunden eher nur bedingt benutzt wurde, zum größten Teil eigentlich nur, um Tickets zu generieren, sehen wir hier. Hier gab es natürlich alles Mögliche bis hin zu, wie ich meine ganze Hardware verwalte, bis hin zu, dass ich extra Skripte noch auf den Devices ausspielen konnte. Also sehr, sehr granular und alles über eine GUI erreichbar und abgefrühstückt. So, dann kamen die Stadtwerke. Die Stadtwerke kamen 2017, Quatsch, die Stadtwerke kamen 2016 auf mich zu. 2016 war das, ja. Kamen die Stadtwerke auf mich zu und haben gesagt, dieser Skyburner, das ist ja ein tolles Ding, das wollen wir mal ausprobieren. Und die Stadtwerke hatten damals den Anspruch, sie wollten in der Stadt Schwerin ein öffentliches WLAN aufbauen. Damals noch, wir machen 2, 3 Plätze und dann machen wir einen grünen Anstrich drauf und dann wissen wir, Stadtwerke haben was getan, wir sind präsent, Stadtwerke machen ein öffentliches WLAN. Das hat auch alles sehr gut funktioniert. Wir haben diverse Standorte ausgebaut und das wurden auch immer mehr. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil wir wirklich Orte für die WLAN-Antennen gefunden haben, spektakulär, bis hin in, wer sich in Schwerin ein bisschen auskennt. Wir haben, wie heißt diese Stele, die sich dreht? In der Kressmann-Uhr. Die Kressmann-Uhr, das ist in der Fußgängerzone so eine Stele, die dreht sich die ganze Zeit. Das ist so ein Ding, das gibt es schon seit 1804 wahrscheinlich. Und der Weg dorthin, wie wir da reingekommen sind, spektakulär, kann ich gerne nochmal bei Bedarf erzählen. Ansonsten wurden da wirklich Standorte möglich gemacht. Fand ich sehr, sehr spannend, die Geschichte. Dann lief das Ganze ein Jahr lang. Man war zufrieden, man hat immer weiter ausgebaut. Noch ein Standort, noch ein Standort. Und die Stadtwerke haben dann irgendwann gesagt, das ist ein interessantes Thema, wir wollen noch mehr. Also die Stadtwerke wollen noch mehr Standorte, noch mehr die Stadt ausleuchten. Es war, also der Spirit damals, das war ungebrochen. Man fand das richtig, richtig gut und hat dann gesagt, okay, die Stadtwerke wollen selber WLAN-Anbieter werden. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, tu es nicht, das wollten die dann tun. Kurz gesagt, schnell gemacht. Es wurde quasi in Eigenregie ein WLAN-Hotspot-System eingekauft. Nicht Skyburner. Man hat sich quasi eigene Hardware geholt. Man hat sich eigene Anbindungen geholt. Man hat sich alles selber in den Keller gestellt und aufgebaut. Hat dann aber ziemlich schnell festgestellt, mit so einem Stückchen Hardware und ein bisschen Software dazu ist es nicht getan. Und so kamen dann die Stadtwerke im Rahmen in dem, was wir da getan haben, auf mich zu und sagten, Herr von Hösslin, das ist ja sehr toll, was Sie da tun. Und das ist auch richtig gut und wir haben auch das Gefühl, dass Sie wissen, was Sie da ungefähr tun. Wir wollen das jetzt alles selber machen. Wir haben hier Hardware, Software in den Keller gestellt. Jetzt brauchen wir nur jemanden, der das Ganze bedient. Das war damals in der Zeit, ich war ja damals selbst und ständig, wo ich eigentlich auch ein neues Projekt gesucht hatte. Ich hatte da 2, 3 in der Pipeline und die Stadtwerke, die kamen dann auf mich zu. Ich bin in mich gegangen und habe gesagt, machst du. Gehst du zu den Stadtwerken, lass mich einkaufen von denen und betreue deren WLAN, deren eigene WLAN-Infrastruktur. Was zur Folge hatte, dass ich in erster Instanz quasi mein eigenes System Skyburner abschaffen musste und das System der Stadtwerke einbauen musste. Da ist viel Herzblut geflossen, das war sehr traurig, aber auf der anderen Seite auch sehr spannend. Und dann war eigentlich auch schon wieder das Eis noch mehr gebrochen. Also dann ist die Anzahl der WLAN-Access-Points noch mehr gestiegen. Also das hat richtig Drall bekommen. Wir haben im Jahr, wie viele Antennen haben wir im Jahr ungefähr aufgebaut? 30 Antennen im Jahr aufgebaut, das war schon sportlich. Ergo, seit 2017 betreue ich bei den Stadtwerken Schwerin das
City-WLAN. Und ja, in diesem Vortrag möchte ich mich auch auf diesen Bereich limitieren. Ich darf da auch mehr machen, aber heute erzähle ich vom City-WLAN. Das City-WLAN, hier mal in einer kurzen schematischen Darstellung. Die Karte gibt es echt, die kann man aufrufen, die funktioniert auch. Und wir haben heute ungefähr 150 Access Points im Einsatz, fest montierte, also an irgendwelchen Plätzen und Straßen und Haltestellen, und 70 WLAN Access Points im öffentlichen Nahverkehr von Schwerin. Also alle Busse und alle Straßenbahnen des NVS sind mit WLAN ausgerüstet von den Stadtwerken. Kurzer Abriss, was da heute technisch steht. Wir hatten vorher beim Skyburner hatten wir als NAC-System quasi Kuvachili. Hier heute benutzen wir bei den Stadtwerken Ucopia. Ucopia ist eine Entwicklung, die kommt aus Frankreich, früher mal aus einer Universitätsgeschichte herausgewachsen und dann halt eine eigene Firma draus gemacht. Und genau. Die betreiben heute quasi so ein Captive-Portal, womit man so ein öffentliches WLAN betreiben kann. Klassische Dinge, man kann ein eigenes Template hinterlegen, es gibt Online-Payment, es gibt ein Ticketsystem. Ich will das gar nicht so weit ausbreiten, ist im Grunde ein ganz normales WLAN-Hotspot-System. Hier und da ein paar nette Features, tut bis heute, was es soll. Als WLAN-AP-Infrastruktur wurde sich für Ruckus entschieden. Ruckus gehört zu den großen Playern, wenn es darum geht, hier um WLAN Access Points. Hat einen Controller, da werden alle Access Points dran angemeldet und das skaliert ziemlich hoch und da gibt es auch sehr, sehr performante Geräte, bis hin, dass mit solcher Hardware auch Stadien und sowas ausgeleuchtet werden. Also das ist schon sehr, sehr potente Hardware. Wir haben mit diesem System zwei WLANs aufgebaut. Wir haben einmal ein unverschlüsseltes WLAN aufgebaut, quasi für jedermann, der kann sich dort verbinden, kann ein kostenloses Kontingent benutzen oder halt auch dort ein Ticket eingeben oder ein Ticket kaufen. Und wir haben ein sogenanntes Premium-WLAN, das ist ein verschlüsseltes WLAN, wo wir DPSK benutzen, dynamische Pre-Shared Key, komme ich gleich nochmal drauf, quasi wo wir unsere Premium-Kunden zusätzlich ein verschlüsseltes WLAN anbieten, safety first. Am Ende des Tages kommt da aber genau das gleiche Internet raus. Das ist nicht schneller, das ist nicht langsamer, das ist nicht limitierter oder was auch immer. Da gibt es keine Filter bei beiden. Die sind beide offen, alles was kommt, alles was geht. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass das eine verschlüsselt ist, das andere nicht. Die Ucopia, das ist quasi das Backend, so wie es heute aussieht. Nur mal ganz kurz als kleiner Eindruck. Und hier haben wir das Frontend, hier jetzt mal in der Mobile-Ansicht. Die normale Desktop-Ansicht unterscheidet sich eigentlich nur marginal. Zu sagen gibt es, dass es im Frontend, das ist eine Single-Page-Application. Das heißt, alles, was hier drauf läuft, das ist quasi, wird nur mit JavaScript von A nach B verschoben. Da haben wir keinen echten Page-Reload drin. Ich persönlich bin nicht so ein Fan davon. Ich mag lieber, wenn sich die Seite neu lädt. Zu viel JavaScript, insbesondere bei Apple-Geräten, hat sich gezeigt, dass es da immer mal Probleme gibt. Das war jetzt unsere Erfahrung. Mag auch daran liegen, dass hier kein bekanntes Framework hinten dran steht, das ist alles custom, das ist eine eigene JavaScript-Library-Framework hinten dran, das ist nichts, was man kennt. Jetzt können wir mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen und schauen uns an, wie funktioniert unser System wirklich. Schauen wir uns erstmal das unverschlüsselte WLAN an. Das unverschlüsselte WLAN ist eigentlich super primitiv. Der Client verbindet sich mit dem unverschlüsselten WLAN, SSID, bei uns City WLAN Stadtwerke Schwerin.
landet erstmal am NAC-System, weil das NAC-System sagt erstmal, den kenne ich nicht, den lasse ich hier nicht durch und zeigt in erster Instanz das Captive-Portal an. Also man bleibt erstmal hier hängen, kriegt das Captive-Portal, hat dann drei Optionen, wie vorhin auch schon. Ich benutze ein Free-Kontingent, also eine Stunde bei uns. Ich kann ein Ticket kaufen oder ich habe bereits irgendeinen Zugangscode, den ich dort eingeben kann, um weiterzukommen. Egal, was ich tue, wenn ich das freie Kontingent benutze, wird intern ein Code generiert. Wenn ich mir ein Ticket kaufe, wird ein Code generiert. Wenn ich einen Code habe, habe ich einen Code und komme dort weiter. Ergo, wenn ich an der Stelle bin, ich habe mein Captive-Portal, gebe dort irgendwas ein, wird am Ende des Tages meine MAC-Adresse und der Code in der Datenbank hinterlegt. Die Datenbank wird hier extern dargezeigt, ist aber Bestandteil von der Ucopia selbst. Wenn der Code quasi nach Regeln im Sinne von, ja, du darfst hier eine Stunde, du darfst hier immer ins Internet, wenn das alles passt, ups, gehe ich ins Internet, der Käse ist gegessen, läuft. Jetzt haben wir die Geschichte hier mit diesem Premium-WLAN. Wenn man ins Premium-WLAN möchte, braucht man natürlich ein Kennwort, das kennt jeder. Den PSK, den Pre-Shared Key, wie zu Hause von der Fritzbox. Wenn ich mich damit verbinden möchte, werde ich erstmal nach einem Kennwort gefragt. DPSK, so heißt das bei Ruckus, bei Cisco gibt es ähnliche und bei Aruba ähnliche Konzepte, bedeutet, dass jeder Client seinen eigenen PSK hat. Jeder hat sein eigenes Kennwort, um sich mit dem verschlüsselten WLAN verbinden zu können. Ähnlich wie mit der Enterprise-Geschichte, dass da jeder sein eigenes Zertifikat hat, was aber in einem öffentlichen Kontext nicht praktikabel ist. Deswegen ist dieses DPSK recht interessant, um quasi für jeden Nutzer, der einen Code hat, auch ein eigenes WLAN-Kennwort hat. Was passiert? Der Client verbindet sich mit dem WLAN Access Point. Der WLAN Access Point fragt jetzt den Radius, ich habe hier eine MAC-Adresse. Wie lautet der DPSK, den der Client wohl eingeben wird oder eingeben muss, damit es passt? Der Radius bekommt die MAC-Adresse. Der Radius fragt über eine API, in dem Falle die Ucopia, ich habe hier eine MAC-Adresse, gib mir mal den Code dazu. Die API guckt in der Datenbank, kenne ich diese MAC-Adresse? Ja, kenne ich. Sucht sich den Code dazu raus, gibt den Code zurück. Der Radius setzt Code und DPSK gleich, meldet das zurück und der WLAN Access Point vergleicht dann den vom Nutzer eingegebenen Code mit dem, den er vom Radius zurückbekommen hat. Bedeutet, möchte ich mich mit dem verschlüsselten WLAN verbinden, auch als Premium-Nutzer, in welcher Form auch immer, muss ich mein Gerät, also ergo meine MAC-Adresse, erst über das Unverschlüsselte einmal am System registrieren und kann dann im Anschluss das verschlüsselte WLAN erst nutzen. Ist mein Gerät, meine MAC-Adresse nicht hinterlegt, funktioniert das leider nicht. Deswegen ist vorher immer eine Registrierung des Gerätes notwendig. Zugegebenermaßen hat zu Verwirrung geführt. War nicht immer einfach, das dem Kunden auch verständlich zu machen, bis hin zu einem ganz, ganz, ganz großen Problem, zu dem wir jetzt gekommen sind, dass nämlich die ganzen mobilen Geräte angefangen haben, pro SSID eine zufällige MAC-Adresse zu benutzen. Bedeutet, SSID 1, Gerät hat MAC-Adresse X gemeldet, läuft den ganzen Klabambus durch. Der Nutzer wechselt die SSID zum Premium, hat eine neue SSID, das Gerät sieht eine neue SSID, das Gerät benutzt eine zufällige neue MAC-Adresse, wird nicht mehr gefunden, matcht nicht mehr, Gerät kommt nicht rein. Nutzer sagt, ich habe doch alles richtig eingegeben. Also damals, als wir das gemacht haben, fanden wir das richtig gut. Damals gab es das mit dieser zufälligen MAC-Adresse auch noch nicht so oder war gerade in den Anfängen, wir haben das Problem noch nicht gehabt. Aber heute haben wir das eigentlich sehr stark, dieses Problem. Wir arbeiten daran, hier eine Lösung zu finden, haben hier auch schon einen konkreten Plan. Ist noch nicht öffentlich,
Schauen wir uns aber mal Na, jetzt geht's nicht weiter. Oh, Wahnsinn, Technik. Schauen wir uns diesen Teil hier genauer an. Alles andere, der WLAN Access Point, das NAC-System, die API, ist alles gegeben gewesen. Aber diese Geschichte hier unten mit dem Radioserver, das war ein Element, das gab es nicht. Da hatte ich mich damals hingesetzt und habe gesagt, wie lösen wir das mit diesem DPSK? Ist das überhaupt möglich? Ja, ist möglich auf zwei Wege. Das Ruckus-System, der WLAN Access Point, kann selber eine Datenbank führen mit DPSKs, mit Pre-Shared Keys. Ist aber sehr limitiert um die 1000 Stück. Haben wir gesagt, das skaliert nicht für uns. Wir generieren einfach mal schnell 1000 Tickets, um die halt verkaufen zu können, um die rauszugeben und. Das skaliert überhaupt nicht. Also das System war von Haus aus eigentlich limitiert und hat für uns nicht skaliert. Nach meiner Mentalität, geht nicht, gibt's nicht, habe ich mich hingesetzt, habe mir angeschaut, was gibt es für Möglichkeiten. Und die Möglichkeit, dass das Ruckus-System quasi einen Radius fragen kann nach dieser DPSK-Geschichte, ist irgendwo ganz unten in den Dokumentationen, in irgendeiner extra PDF und da nochmal verlinkt gewesen, zu finden gewesen. Und dann gab es da ein schönes Schemata und das war ganz spannend, das habe ich dann ausgearbeitet. Ich brauchte einen Radius und ich brauchte eine Logik, die mit der API telefonierte. Aus meinen Erfahrungen mit dem Skyburner lag es natürlich nahe, Free Radios zu nehmen und hier das Ganze mit umzusetzen. Würde so aussehen, ich nehme Free Radios, nehme irgendein Plugin, sei es, was kann Free Radios alles? Kann Ruby, kann Python, kann Perl, hat glaube ich auch ein REST-Plugin und sowas. Mein Problem bei Free Radios war nur, es kann Ruby, es kann Python, es kann Perl, für eine Logik abzubilden. Das waren alles drei keine Optionen für mich. Ich will hier keinen Glaubenskrieg starten. Aber das war für mich einfach keine Option. Siehe oben. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, Volker, habe ich gesagt, das geht auch anders. Ich habe mir die RFCs genommen vom Radius. RFCs ist quasi ein dickes Buch, wo drin steht, wie alles funktioniert. Ja? Und in diesen RFCs ist auch hinterlegt, wie funktioniert das Radius-Protokoll. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dieses Radius-Protokoll komplett neu implementiert. Habe quasi ein Stück Software geschrieben, was Radius spricht. Und habe zusätzlich dann in meiner Software natürlich alle Freiheiten dann gehabt und konnte auch die Logik hier mit der API abfrühstücken. Im Grunde war das für mich die beste Option. Gedacht, getan, habe ich das alles umgesetzt und als Ergebnis kam diese Library bei raus. Ich habe quasi mit PHP eine Library geschrieben, mit der man quasi in PHP seinen eigenen Radioserver haben kann. Habe hier diverse RFCs drin implementiert. Anfangs gab es nur die Serverseite. Ich hatte dann in einem anderen Projekt auch die Anforderung, quasi Proxy spielen zu müssen, auf der einen Seite was entgegenzunehmen, auf der anderen Seite den dritten Radius fragen zu müssen. Deswegen habe ich dann nochmal einen Client zusätzlich implementiert. Damit das Ganze überhaupt unter PHP Sinn macht, habe ich mir die UDP-Socket-Implementierung von React-PHP genommen. Jeder kennt PHP. PHP hat quasi das mehr oder weniger das Problem, dass es synchron ist. Aber das ist eigentlich nicht, das ist nur die halbe Wahrheit.
PHP ist, kann synchron, kann aber auch asynchron sein. Und diese ganze asynchrone Geschichte kennen wir zum Beispiel aus anderen Sprachen, wie sei es Go, sei es Node oder was auch immer, kennen wir aus anderen Sprachen, kann man auch 1:1 in Anführungszeichen in PHP machen. Ich habe PHP damals genommen, weil nach vielen Sprachen, die ich schon durchgekaut habe, angefangen von Turbo Pascal über Delphi, über Java, über C Sharp und was ich da alles nicht schon gemacht habe, bin ich am Ende des Tages bei PHP hängen geblieben. Diverse Geschichten haben mich davon überzeugt. Save gleich Deploy. Ich muss nichts kompilieren, ich habe keine riesigen Abhängigkeiten, Wartezeiten oder was auch immer. Ich drücke auf Speichern und das Ding läuft. Genau. Und damit diese ganze asynchrone Geschichte überhaupt funktioniert, hat sich ein Team quasi hingesetzt und hatte dazu eine Lösung geschaffen. Das sogenannte React-PHP. React ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, kommt aus der Richtung Facebook. Das Lustige ist, die waren zuerst React. Dann kam erst Facebook mit ihrem JavaScript-Kram da. React-PHP, ich habe mal hier die offizielle Definition von der Webseite runtergeklaut. Im Grunde haben die nichts anderes gemacht, als das, was in jeder Applikation, die man so kennt. Ich habe es damals mit Delphi habe ich das immer sehr schön gesehen, dass es in jeder Applikation ein Application Loop gibt. Quasi jedes Software, jedes Programm, jede Desktop-Anwendung läuft im Grunde die ganze Zeit im Kreis. Läuft immer im Kreis und wartet, dass irgendetwas passiert. Und wenn es nichts passiert, dann läuft es wieder leer. Und das haben die hier in React-PHP quasi nachgebaut. Die haben einen Application Loop gebaut, der es ermöglicht, unter PHP asynchron programmieren zu können. Klassische Dinge wie, ich mache einen API-Request an irgendeine REST-Schnittstelle, warte aber nicht, dass die zurückkommt. Gleichzeitig schreibe ich irgendwas in die Datenbank, warte aber nicht, dass das fertig geschrieben ist, sondern arbeite weiter. Und als nächstes rendere ich irgendein Template und dann kommt die REST-Anfrage zurück, meldet sich, ey, ich bin fertig mit der REST-Anfrage. Das kann ich dann auch noch in mein Template mitverarbeiten. Und zwischenzeitlich habe ich mein User war online in die Datenbank geschrieben, brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Das läuft quasi alles nebenher automatisch. Also mit React-PHP habe ich einfach die Möglichkeit, asynchrone Dinge laufen zu lassen, ohne dass ich meinen eigentlichen Programmfluss anhalten muss. Weil das ist die größte Bremse in allen Softwaregeschichten. Die Software wartet mehr, als dass sie arbeitet. I/O-Geschichten auf die Platte schreiben, andere Webkommunikationen, Datenbanken und sowas. Software wartet mehr auf I/O, als dass sie arbeitet. Und mit dieser asynchronen Geschichte ist eine Performance aus der eigenen Software rauszuholen Wahnsinn. Also ich bin begeistert. Meine Radius-Implementierung, der Free Radius behauptet von sich mit moderater Hardware kommt er ungefähr auf 1500 Requests pro Sekunde. Ich habe in meiner Testanwendung, die als Exempel in GitHub mit drin ist, 15.000 Requests geschafft. Ist natürlich alles sehr gekünstelt. Was es natürlich nachher in der Praxis ist, das sei auszutesten und das kann jeder mal ausprobieren. Man muss sich aber bewusst sein, das läuft alles auf einer einzigen CPU. Das ist nicht Multithreading. Das läuft alles auf einer CPU. Es wurden aber auch schon diverse Live-Chat-Systeme mit dem Ganzen gebaut, mit Tausenden von Usern, was quasi alles über ein CPU abgefrühstückt wurde. Ganz klassische Sache, es kommt irgendeine Nachricht rein und die wird dann wieder an X rausgestrahlt. Also ich bin mehr als begeistert von dieser ganzen React-Geschichte. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Hier wurde nochmal explizit genannt,
sie haben eine asynchrone DNS-Resolver gebaut. Das heißt, wenn ich in PHP irgendeine DNS-Auflösung habe, diese ganzen eingebauten Geschichten in PHP sind alle blockt. Das heißt, für React PHP nicht nutzbar. Deswegen haben sie sich hingesetzt und haben quasi das DNS-Protokoll auch selber implementiert und eine asynchrone Geschichte geschaffen, um DNS-Auflösungen zu machen. Nativ in PHP, keinerlei externe Libraries, einfach nur PHP. Das gleiche mit HTTP. Mit React PHP brauche ich kein Nginx, ich brauche kein Apache. Meine Software ist selber der Webserver. Um eine kleine Software zu schreiben, die irgendeine API zur Verfügung stellt, hole ich mir einfach die HTTP-Klasse mit rein und meine Software spricht HTTP. Und das alles asynchron. Das bedeutet, wenn da so ein Request reinkommt, ist meine Applikation nicht geblockt, sondern da können auch ruhig 1000 Requests reinkommen. Das frühstückt die ab. Das ist nicht das Problem. Also es ist wirklich unfassbar, was mit diesem React PHP möglich ist. Und alles nativ in PHP. Keine irgendwelchen großartigen Plugins, die notwendig sind, um das zu machen. Standardmäßig wird hier mit Basics gearbeitet, um das möglich zu machen. Man kann PHP-Plugins dazu installieren, die das Ganze noch schneller machen, ist aber nicht unbedingt nötig. Ein Thema, womit man sich absolut auseinandersetzen sollte. React PHP, für mich die Lösung für alles, was ich derzeit an Problemen habe. Kurzum gesagt, mein Ziel ist eigentlich die Frage, brauchen wir vielleicht noch ein Captive-Portal? Brauchen wir vielleicht für diese ganzen öffentlichen WLAN-Geschichten, die wir hier so überall rumfleuchen haben, bis hin zu geschlossenen Sachen, Hotelgeschichten, öffentliche WLAN in den Firmen und, brauchen wir da vielleicht noch ein WLAN-Hotspot-System? Weil alle WLAN-Hotspot-Systems, die ich bisher so in der Hand hatte, haben nie das alles abfrühstücken können, was ich mir vorgestellt habe. Ganz viele scheitern an dieser, am Erscheinungsbild dieses Captive-Portals. Viele sagen, das soll auch nicht viel können. Das soll 2 Knöpfe haben und fertig. Fragen Sie mal die Stadtwerke. Da gibt es ein Marketing. Und die haben jeden Tag neue Ideen, wie das Captive-Portal aussehen kann. Also das Problem, alleine das Erscheinungsbild von so einem Captive-Portal so dynamisch zu halten und dass auch ein Marketing das verändern kann, im Sinne von, wie man das vielleicht kennt, hier WordPress, Typo 3, also CMS-Technologien, Fehlanzeige. Ich habe keins gefunden. Ich lasse mich gerne korrigieren. Es gibt vielleicht das eine oder andere. Es gibt vielleicht auch das eine oder andere, wo man mit deutschen Euronen irgendwas erreichen kann. Aber in dem Bereich, wo ich mich bewegt habe, gab es diesen Umfang leider nicht. Deswegen habe ich mir mal ganz grobe Gedanken gemacht, was ich eigentlich nur an Anforderungen habe für ein WLAN-Hotspot-System. Ganz, ganz simple, einfache Sachen. Und ich habe kein System gefunden, was das alles kann. Bring your own device. Das ist die Uridee von so einem öffentlichen WLAN. Jeder, das muss funktionieren mit seinem eigenen Gerät. Die Geräte können unbekannt sein. Sie müssen sich vorher nicht irgendwie in irgendeinem Firmennetz registriert worden sein, sondern jeder muss und darf sein eigenes Gerät mitbringen. Ein Ticketsystem, ja, klingt einfach, ist es aber nicht. In der Zeit, wo ich jetzt schon diverse Kunden mit Ticketsystemen beglücken durfte, gab es die verrücktesten Ideen, was so ein Ticket können, müssen, dürfen, sollen, muss. Das darf nur bei Vollmond laufen. Das darf nur manchmal funktionieren. Also völlig egal. Also so ein Ticketsystem, da kann man sich gar nicht vorstellen, was die Leute für Ideen haben, was für Ticket-Konfiguration es geben darf. Deswegen sollte so ein Ticketsystem doch sehr modular und anpassbar sein. Allgemein gesagt, ein brauchbares Ticketsystem. Was auch immer das bedeutet, kann man sich drüber streiten. Und eins der Hauptpunkte, die mir persönlich immer sehr aufstoßen, ist ein CMS, ein Content-Management-System, um das Captive-Portal
einfach anpassen zu können. Nichts ist störender im täglichen Betrieb, wenn man ständig Anrufe bekommt, können wir die Überschrift nicht 2 Pixel größer machen, können wir den braunen Button nicht grün machen und können wir nicht hier noch den Text verändern. Und ja, das macht unheimlich Spaß. Aktuell bei der Okopia ist das ganz interessant. Wenn ich dort etwas ändern möchte, dann habe ich 24.000 Zeilen Code von mir, ändere das. Das heißt nicht, dass ich meine Änderungen sehe, nein. Ich packe das zusammen, lade das hoch und kann es mir dann online anschauen, meine Änderungen, ob es funktioniert hat oder nicht. Finde ich nicht sehr praktikabel. Kenne ich aber von anderen Systemen auch nicht anders. Also viele andere WLAN-Hotspot-Systeme funktionieren ähnlich. Ja, ich ändere etwas, deploy es dann quasi wieder online und sehe erst dann die Änderung. Ja, ich tue Okopia hier nicht ganz recht. Die haben auch so eine CMS, aber das ist es eigentlich nicht. Nein, das ist es wirklich nicht. Schöne Features fände ich noch Location-Based Content. Bedeutet, ich habe 50 Antennen und theoretischerweise auch 50 Darstellungen, wie mein Captive-Portal aussehen kann. Ich habe eine WLAN-Antenne im Supermarkt hängen, deswegen sieht das Captive-Portal aus wie der Supermarkt. Ich habe eine WLAN-Antenne am Markt hängen, deswegen sieht das Captive-Portal aus wie Rathaus, was auch immer. Also, dass ich, egal an welcher Location ich bin, das Captive-Portal quasi für mich mit sich ändert. Gibt es ganz, ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Technisch auch gar nicht so schwer umzusetzen. Analytics. Ja, da sind meine Kollegen auch immer ganz scharf drauf. Wie viele Nutzer waren denn wann ungefähr wo? Mir relativ hupe, Hauptsache es läuft. Gibt Leute, die wollen das ganz genau wissen, mit Graphen, mit bunten Bildchen, mit Zahlen und pipapo. Kann ich verstehen. Auch hier muss ich sagen, hat Okopia diverse Module, um das umzusetzen, hat mich damals aber nicht überzeugt. Hab mir mit React-PHP ein kleines Tool geschrieben, was sich die Daten dort rauszieht, verarbeitet und nochmal visualisiert für uns in dem Form, wie wir das brauchen. Also nochmal React-PHP für jedes kleine Tool, was man braucht, unschlagbar. Und an die alten Zeiten erinnert, an das Skyburner-System quasi, ein WLAN-AP-Controller. Ergo, dass ich meine ganzen WLAN-Antennen selber verwalten kann aus der Ferne und konfigurieren kann. Wir haben das derzeit mit Ruckus, da ist ein Controller dabei, der macht das alles. Ich denke da schon eher in die Richtung, wieder Richtung OpenWRT und solche Geschichten. Es gibt ja nicht nur die Stadtwerke, die jetzt da ihre Ruckus-Lösung haben, sondern es gibt ja vielleicht auch viele andere, denen man von vornherein ein schönes, rundes Produkt hinstellen könnte. Kommen wir zu den technischen Aspekten, wie ich mir sowas vorstelle. Der NAC-Server. Am Anfang habe ich gesagt, das war CuvaChili. CuvaChili war ein tolles Projekt, lief aber im User-Space. Ergo, es hatte am Ende des Tages auch Geschwindigkeitsprobleme. Wurde auch eigentlich eingeschlafen, das Projekt. Schade eigentlich. Ich würde das plain mit IP-Tables machen. Ich würde die Zugangskontrolle, darf der Nutzer weiter ins Internet, route ich den durch, ja, nein, plain mit IP-Tables machen. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, oh, IP-Tables kann man machen. Da kommt jetzt ein Nutzer, trage ich ein in die Tabelle, ja, MAC-Adresse darf ins Internet. Jetzt kommt noch einer, trage ich ein, neue Regeln, MAC-Adresse darf ins Internet. Das funktioniert bei 2, bei 4, bei 5, bei 10 Nutzern funktioniert das alles ganz gut. Wenn ich aber jetzt über 100, 300, 3000 Nutzer spreche, die ich hierüber abfrühstücken will und quasi 3000 Regeln hätte in meiner IP-Tables, das läuft nicht. Also dann wird es wieder langsam. Das kann dann der IP-Tables nicht so gut abhaben. Deswegen habe ich mal kurz mich umgeschaut. Deswegen gibt es IP-Set. IP-Set ist quasi ein kleines Modul von IP-Tables, was so eine Art Hashmap zur Verfügung stellt, wo ich in einer einzigen IP-Tables-Regel sagen kann, ist diese MAC-Adresse in dieser Hashmap drin.
Und diese Hashmap kann problemlos 20, 30, 40.000 Einträge haben. Und das funktioniert so. Also um Mengen, große Mengen von Geräten abfrühstücken zu können, ist quasi IP-Set die Lösung. Bis hin, dass ich in IP-Set sagen kann, protokollier mir noch mal bitte, wie viele Pakete hat der Nutzer gemacht? Wie viele Bytes hat er von A nach B gescheffelt? Also das ist damit auch abgefrühstückt. Ich kann sogar gleich mitprotokollieren, was da so alles vom Nutzer benutzt wird. Natürlich, es hat nicht lange gedauert, dann habe ich mir eine kleine REST-API geschrieben mit React, um das Ding steuern zu können. Also um Einträge in diese Hashmap reinzubringen, rauszubringen, zu editieren und. Also ein klassisches CRUD für IP-Set. So. Dann brauchen wir für unser System noch einen DNS-Server. Haben wir vorhin gesehen, React PHP hat ja einen DNS-Client. Aber keinen Server. Habe ich ein bisschen im Source Code geforstet und dann habe ich neben dem DNS-Parser für den Client war da auch eine Klasse, ein Dumper. Ergo, die React-Implementierung für DNS-Abfragen zu machen, kann auch die Serverseite abbilden technisch, ist aber so ein bisschen versteckt. Es gibt von mir aus auch schon einen kleinen Pull-Request, um einen DNS-Server besser implementieren zu können mit der Library. Da müssen wir nochmal arbeiten, Christian. Ergo, die DNS-Geschichte kann man heute auch schon mit React PHP abbilden. Könnte ich einen DNS-Server auch wieder mit React PHP machen. Ein DHCP-Server. Ja, das ist so ein Ding, ne? DHCP ist ja schon recht sehr, sehr, sehr low-level. Und was wir im Normalfall im Alltag so haben, ist ja auch wieder nur der DHCP-Client und dann ist da dieser Router und dann bekommen wir von diesem Router oder von diesem Server irgendwie da unsere IP und DHCP-Kram. Client-technisch ist das irgendwie abgefrühstückt, ist aber aus unserer Sicht aus einem WLAN-Hotspot-System total irrelevant. Wir brauchen einen DHCP-Server. Was habe ich gemacht? Ich habe mir die RFCs genommen und habe das DHCP-Protokoll wieder in PHP mit React PHP komplett neu reimplementiert. Das Protokoll zu implementieren mit PHP ist ja alles machbar. Und damit es halt servertechnisch funktioniert, macht es nur Sinn, das mit React PHP zu machen, um überhaupt mehrere Anfragen auch gleichzeitig abfrühstücken zu können. Die größte Herausforderung war eigentlich nicht, dieses Protokoll zu implementieren. Das ist eigentlich immer sehr, sehr einfach, solche Protokolle zu implementieren. Die sind sehr simpel aufgebaut, dass es wirklich im ersten Byte steht eine Zahl und im zweiten Byte steht irgendwelcher Content. Ja, und die erste Zahl sagt, ich bin eine IP-Adresse und im Rest des Pakets steht dann halt die IP-Adresse. Also es ist sehr simpel, diese Protokolle. Die größte Herausforderung war, dass so ein DHCP-Server ja nicht, also tut er auch, auf eine IP-Adresse horchen muss, aber in allererster Instanz ist so ein DHCP-Request ja, ich schreie einfach mal ins Netz raus, ich bin hier, ich brauche eine IP-Adresse. Das passiert auf Layer 3 wohlgemerkt. Das ist nicht Layer 2. DHCP funktioniert über UDP Layer 3. Und zwar schreit der Client einfach auf 0000 raus. Also er schreit einfach mal alle an. Ja? Und dementsprechend horcht der DHCP auch einfach auf allem, was es gibt. Einfach auch auf 0000. Für mich war jetzt die Herausforderung, unter PHP zu sagen, ich möchte aber auf diesem einen Interface horchen. Was man sonst immer nur so kennt unter PHP, ich horche auf diese IP. Das war für mich nicht tief genug. Ich musste Interfaces unterscheiden können,
um DHCP-Pakete nur in diesem einen Interface abfragen zu können. Hieß für mich googeln, wenig bis gar keine Ergebnisse unter PHP auf einem Interface zu horchen. Dann habe ich angefangen, den PHP Source Code zu lesen. Also nicht PHP, sondern der C-Code von PHP. Und dort gab es eine undokumentierte Möglichkeit, quasi zu sagen, wenn ich auf einem Socket horchen möchte, dass ich ihm sagen kann, nicht auf einer IP, sondern auf einem Interface. Das ist bis heute undokumentiert in der Online-Dokumentation. Schade, aber es geht. Ergo, ich konnte mit React PHP einen DHCP-Server schreiben. Der ist noch nicht ganz rund, aber der wird natürlich auch als Open Source verfügbar gestellt. Ich muss dazu sagen, DHCP-Server ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Es ist genau wie am Anfang diese Radius-Geschichte. Es ist eine Library, die es mir ermöglicht, DHCP zu sprechen. Wenn dann so ein Paket reinkommt, muss ich immer noch selber entscheiden, was mache ich damit, was sage ich dem Client. Es werden mir natürlich viele Werkzeuge an die Hand gegeben, aber ein vollwertiger Server ist das jetzt nicht, wie man das kennt. Ich mache nur 2, 3 Konfigurationen. Nein, man muss wirklich, es befähigt einem nur, seine eigene Software DHCP sprechen zu lassen. Webserver kann ich eigentlich streichen. Ich habe ja React PHP. Das kann ja da selber. Der hat ja React PHP, hat ja nativ in PHP einen Webserver drin. Habe ich auch. Eine Datenbank, die könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ob ich jetzt MySQL, Maria, MSSQL, Postgres, Couch, ist mir völlig egal. Irgendeine Datenbank wird sich finden, wo man 2, 3 Bytes reinschreiben kann. Also die Datenbank ist eigentlich relativ hupe. Und wenn es LightSQL ist oder CSV, technisch funktioniert das alles. Und Radius schadet nie. Und wir können es ja schon. Wir haben ja schon vorher gemerkt, Radius können wir schon sprechen. Radius würde man zum Beispiel brauchen für Location-Based Content. Kurz zur Erklärung. Wie könnte ich feststellen, an welcher Stelle mein Client gerade ist? Im Grunde ganz einfach. Entweder es gibt einen Controller, den frage ich, ey, die MAC-Adresse XY, an welcher Antenne ist denn die gerade? Ich sehe hier keinen Controller, noch haben wir keinen. Aber was man in jedem WLAN-Access-Point sagen kann, ist MAC-Authentifizierung. Wenn ein Client reinkommt, mach eine MAC-Authentifizierung. Sagt der WLAN-Access-Point, ja, mache ich. Und fragt dabei unseren Radius. Jetzt verbindet mein Gerät sich mit der Antenne XY. Die Antenne sagt, du kommst hier nicht rein, wir machen hier erstmal MAC-Authentifizierung. Fragt den Radius und dann genau an dieser Stelle weiß ich, die MAC-Adresse vom Client XY ist an der Antenne XY. Habe ich genau diese beiden Informationen. Der Client ist an dieser WLAN-Antenne. Und der Radius antwortet einfach immer mit, kein Problem, lass den rein. Ergo kann ich den Client über alle WLAN-Access-Points wunderbar verfolgen und aufzeichnen, wo er denn gerade ist. Und entsprechend dann, wenn ich das Captive-Portal ausliefer, weiß ich ja, okay, der ist gerade an dieser Antenne, entsprechend mein Content ausliefern. Also zum Beispiel dafür braucht man so einen Radius. Oder halt auch wieder, wenn ich externe Datenbanken abfragen will, das ist ja klassisch im Netzwerk, dass ich da wieder andere Radius-Server frage. Das heißt, dann bräuchte ich das als Client-Implementierung. Hier haben wir jetzt unseren WLAN-AP-Controller. Das ist eigentlich mehr so ein bisschen, ich nenne es mal Spinnerei. Nice to have, kann man machen, muss man im ersten Schritt nicht. Das heißt, ich würde meine Clients mit OpenWRT managen. OpenWhisper, kennt das jemand? Ist quasi
so eine Controller-Software, um OpenWRT-Geschichten zentral zu managen. Bedeutet, ich installiere, ich glaube, worum war das? Ich weiß nicht mehr genau. Aber im Grunde ist es so, dass alle Geräte an diesem OpenWSP angemeldet werden und das Ding pusht Konfiguration auf das Gerät drauf. Ich kann hier hinterlegen, ja, mach mal SSID super toll auf und dann machst du noch die Konfiguration auf Port so und so. Also hier kann man alle möglichen Konfigurationen für so ein OpenWRT hinterlegen und das quasi in der Masse dann ausrollen. Und dann hat man alle seine Geräte so im Überblick und kann das alles verwalten. Ist sehr, 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 sehr technisch. Das ist nicht so eine schöne Clicky-Bunti, also ist eine Clicky-Bunti-Oberfläche, aber am Ende des Tages hast du eigentlich viel mehr Skripte und du musst sehr genau wissen, was du tust und was du nicht tust. Bin mir nicht sicher, ob das die richtige Lösung ist. Wird aber bis heute noch entwickelt, also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. VPN, da habe ich eine kleine Geschichte zu. Und zwar auch im Rahmen von unserem City-WLAN. Hatten wir an der einen oder anderen Stelle die Notwendigkeit, fremde IT-Infrastruktur in unser City-WLAN mit einzubinden. Wenn man heute ein VPN machen möchte, insbesondere Layer 3, also WireGuard, meiner Meinung nach gibt es, das ist die Antwort auf, ich möchte ein VPN machen, dann nehme ich WireGuard, das ist meine Meinung nach. Sehr einfach zu benutzen. Verdammt schnell. Es gibt Leute, die sagen, IPsec wäre auch so schnell. Vielleicht. Aber WireGuard habe ich auf jeden Fall schneller konfiguriert. Da man im Rahmen dieser ganzen WLAN-Hotspot-Geschichte aber den Layer-2-Traffic braucht, zum größten Teil, wenn man es nicht, man kann es auch alles mit Layer 3 machen, aber ich persönlich bin so der Layer-2-Typ. WireGuard ist Layer 3, deswegen lege ich über einen WireGuard-Tunnel, ein VXLAN-Tunnel drüber. Das funktioniert super. Nur nicht unter FreeBSD. Ich wäre fast im Dreieck gesprungen. Ich benutze da so eine sehr schöne Open-Source-Firewall, die unter FreeBSD läuft. Und die kann beides. Die kann WireGuard und die kann VXLAN. Nennt sich OpenSense. Habe ich meinen WireGuard-Tunnel aufgespannt? Läuft, rennt wie Hulle. Habe ich darüber ein VXLAN aufgespannt? Möchte man meinen, läuft. Schicke ich jetzt Daten über dieses VXLAN? Kommen die rüber? Und in allererster Instanz wird quasi erstmal so eine Abfrage gemacht. Ey, wem gehört denn die IP-Adresse hier von diesem VXLAN-Interface? Wird erstmal eine ARP-Anfrage übers Netz geschickt. Und auf der anderen Seite kommt die an. Und das war's. Die wird nicht beantwortet. Sobald ich diese Konstellation habe, WireGuard und VXLAN, antwortet mein VXLAN-Interface auf der anderen Seite nicht mehr auf den ARP-Request. Das heißt, das bleibt schon ganz am Anfang stocken und ich kriege keinerlei Datenverbindung hin. Nehme ich hier OpenVPN, Tink oder sonst irgendwas, läuft das. Aber mache ich es mit WireGuard, läuft es nicht. Ich habe das mit anderen Distros genommen, mal ganz klassisch ein Ubuntu genommen. Da läuft das super. Also es scheint ein Problem zu sein von FreeBSD mit WireGuard und VXLAN. Ich habe ein Ticket aufgemacht. Da tun sich immer mehr Leute drauf registrieren. Die finden das interessant, aber bisher hat noch keiner darauf geantwortet, was denn das Problem sei. Im Grunde habe ich für, lasst uns noch ein WLAN-Hotspot-System bauen, für alle diese Probleme, die wir so haben, eine Lösung schon. Das ist schon fertig. Theoretisch, in meinem Kopf. Das heißt, für alle diese Probleme habe ich heute schon eine Antwort. Man muss sie nur noch zusammenkleben, auf gut Deutsch. Was ich hier noch nicht angesprochen habe, der aufmerksame
Leser wird es merken, diese CMS-Geschichte, was ich ja ganz groß angepriesen habe. Ja, da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie machst du das? Und ich bin ja ein begeisterter Symfony-Framework-Nutzer. Das ist ein tolles, tolles PHP-Framework, ist aber nicht direkt React-PHP-kompatibel. Schade auch, weil für Symfony gibt es ein CMS-System, das nennt sich Zulu. Das ist ein super tolles headless CMS. Und das wäre für mich die Antwort zu sagen, damit kann man das Captive-Portal quasi CMS-fähig machen mit diesem Zulu. Basiert aber halt auf Symfony und Symfony ist nicht React-fähig und deswegen schließt sich der Kreis nicht. Jetzt gibt es aber ein anderes Projekt, das nennt sich Drift-PHP. Und Drift-PHP hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Wir sind Symfony für React-PHP. Das ist so 80-90% Symfony und halt React. Und ich habe es heute noch nicht ausprobiert. Bekommt man dieses Zulu, dieses CMS-System, auf diesem Drift-PHP zum Laufen? Ich weiß es noch nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber das wäre für mich dann wiederum die Lösung, auch diese CMS-Problematik in einer sehr, sehr schönen, komfortablen Lösung umsetzen zu können. Ich denke, mit ein bisschen guten Willen kriegt man das hin. Das ist jetzt quasi mein Appell an alle, die da draußen. Ich würde gerne so ein neues WLAN-Hotspot-System bauen mit allem, was man schon immer mal wollte und immer mal brauchte und nicht hatte. Quasi neu bauen mit den Technologien, die ich angesprochen habe. Quasi, wir brauchen ja eh nur noch React-PHP, alles andere brauchen wir nicht. Wir haben quasi dann null Abhängigkeiten. Ich brauche keinen Power-DNS mehr, um einen DNS-Server zu machen. Ich brauche keinen Free-Radius mehr, um Radios zu... Nein, ich habe alles selber in meiner eigenen Infrastruktur. Ich habe über alles 100% Kontrolle. Ich habe keinerlei Abhängigkeiten mehr. Genau. Und deswegen bin ich halt mehr oder weniger auf der Suche nach Mitstreitern, die nach meinen Vorstellungen, natürlich noch meine Vorstellungen, ich bin Chef hier, meine Idee, die ich hier habe, einfach auch gut finden und quasi mitziehen würden, quasi hier ein neues WLAN-Hotspot-System zu bauen, unter der Maßgabe, die Lösungen sind ja alle schon da. Danke an der Stelle, das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern für mein Thema. Ich bin Feuer und Flamme. Als Kontakt habe ich hier meine E-Mail-Adresse bei den Stadtwerken einmal hinterlegt. Also wer interessiert ist an dem Thema oder noch irgendwelche tiefgehenden Fragen hat, immer her damit. Ich antworte schnell und unkompliziert und bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit und bin jetzt offen für alle Fragen. Herzlichen Dank, lieber Volker, für diesen sehr spannenden Vortrag. Danke. Es ist eine große Freude, dass du hier bei uns warst. Wir möchten dir auch gerne den Hack the Planet-Button verleihen, den du dir anstecken kannst als kleines Dankeschön, dass du da warst. Dankeschön. Gibt es denn hier eventuell schon mal in der Runde irgendwelche Fragen, bevor wir vielleicht mal im Internet schauen? Ich begebe mich dann gleich mal zurück an den Fragenautomaten. Ja, hallo, hier ist René. Was für ein Betriebssystem läuft auf den Access Points? Stand heute bei den Stadtwerken oder? Ja. Das ist, wie gesagt, was von Ruckus. Ruckus ist closed source. Was da wirklich läuft, kann ich nicht sagen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, die werden wahrscheinlich ganz klassisch Host-AP-Daemon benutzen, um diese ganze Technik abbilden zu können. Das hat für mich so ein bisschen durchgeschimmert. Ich glaube nicht, dass sie da das Rad neu erfunden haben. Ich habe bei Ruckus auch viel gesehen, dass sie viel auf Open Source aufbauen. Die haben nicht das Rad immer wieder neu erfunden. Aber was da wirklich genau behind the scenes läuft, ob das ein gepimptes OpenWRT ist, ob das ein Debian ist, Okay.
Und ansonsten die WLAN-Standards, so, die da verwendet werden, also Wi-Fi 5 oder 6 oder? So viel Münzen, wie man oben reinschmeißt, so viel WLAN-Standards bekommt man dann auch. Die WLAN-Standards sind natürlich auch immer ein bisschen hardwareabhängig. Wenn man die neueste Standards haben möchte, muss man die neueste Hardware kaufen. Eigentlich so wie überall. Also, aber es wird eigentlich auch immer alles angeboten, wenn es was Neues gibt. Ja. Und die Updates jetzt für diese Betriebssysteme, das stoßt ihr dann an oder läuft das also bei der Ferne? Genau, bei Ruckus ist, funktioniert diese Updates alles zentral über diesen Controller. Wenn es ein Update gibt, kann man quasi sagen, okay, diese ganzen Antennen sollen ein neues Update bekommen. Solange man oben Münzen reinwirft, bekommt man auch Updates, ja. Der Hausi, erstmal vielen Dank für den Vortrag, fand ich sehr spannend. Und mich würde das Dynamic PSK noch mal ein bisschen genauer interessieren. Ja. Hast du Informationen dazu, wie das genau funktioniert, auf welchen Protokollen das läuft? Weil es ist erstmal eine unübliche oder eine ungewöhnliche Technik, sage ich es mal so. Dieses dynamische PSK ist nichts Neues. Host-AP-Daemon, die klassische Lösung, die auch bei OpenWRT eingesetzt wird, um quasi das ganze Ich-mach-mal-WLAN genutzt wird, hat in den Configs einen Eintrag, da schreibe ich 0, 1 oder 2 rein. Und wenn ich 2 reinschreibe, fragt der Host-AP-Daemon einen Radius, genau nach dem Konzept, den ich hier vorgestellt habe. Hier hast du eine MAC-Adresse, gib mir mal das Kennwort, was der Nutzer wohl eingeben wird. Also diese Technik ist basiert auf Radius-Protokoll-Paketen und gibt es schon eine ganze Weile und ist quasi meiner Meinung nach ein reines Host-AP-Daemon-Feature, was einfach nur von den entsprechenden Nutznießern, sei es hier Ruckus, Cisco, was weiß ich, nach außen kommuniziert wird. Im Rahmen von Ruckus haben die noch mal ein bisschen Trara außenrum gebaut. Die haben das Ganze in eigene Radiuspakete verpackt und ich sag mal komplizierter gemacht, als es nötig ist. Aber am Ende des Tages ist dieses Feature heute schon Open Source überall verfügbar und nutzbar, wenn man einen Radius zur Verfügung hat. Mhm. Und am Client konfiguriere ich dann im Prinzip den, also ja keinen Pre-Shared Key, sondern den Netzzugang, also 802.1x oder wie muss ich mir das vorstellen? Am Ende des Tages ist es ein ganz normales verschlüsseltes WLAN für dich, wie zu Hause bei der Fritzbox. Nur du gibst mit deinem Handy Passwort ABC ein und ich gebe XYZ ein. Mehr ist es nicht. Also es ist wirklich, für den Client es ist ein ganz normales, verschlüsseltes WLAN. Ohne, dass ich da irgendwelche großen Hackmack am Client konfigurieren muss oder sonst was. Es ist wie zu Hause an der Fritzbox. Mhm. Danke. Ja, ich übernehme mal die Stimme des Internets. Also kann ich dir auf jeden Fall auch sagen, dass es da Applaus und Dank für deinen Vortrag schon mal gibt. Genau, dann würde ich gleich mal mit einer Frage weitermachen. Erstmal die der nicht technischen Art. Also gibt es aus städtischer Sicht noch Anwendungsfälle, außer Tickets zu verkaufen fürs WLAN? Also gibt es irgendwelche anderen Anwendungsfälle, die die Stadt vielleicht hat, dieses WLAN zu nutzen? Ja, es gibt den einen oder anderen Fall, wo ein... ich nenne es jetzt mal Kunde, Internetzugang braucht und den an seinem Standort einfach nicht bekommt oder nicht performant genug bekommt. Und da zapfen wir quasi das öffentliche City-WLAN an, die Infrastruktur zapfen wir an, setzen beim Client einen weiteren Access Point, der über ganz normales WLAN-Meshing quasi sich einfach die Infrastruktur abgreift und dann hinten raus übers LAN dem jeweiligen Kunden wieder einen Internetzugang zur Verfügung stellt. Also wir können quasi bei Veranstaltungen, wo nur Zelte stehen, stellen wir in die Mitte einfach nochmal einen Access Point. Der Access Point holt sich aus dem
City-WLAN, was da in der Gegend rumschwirrt, einfach das Signal, schmeißt es hinten am LAN-Kabel wieder raus, dann machen wir einen Switch dran und dann kann die ganze Festival sich da drauf schalten und wir haben sofort überall Internet. Und das ja, mit allem, was geht. Also das Mesh funktioniert hier auf dem 5G, 5 Gigahertz, also da geht schon ein bisschen was durch. Alles klar. Wie sieht das so aus, wenn ihr da so ein bisschen Analytics macht und Monitoring? Sind euch irgendwie Missbrauchsfälle bekannt, vielleicht bei dem unverschlüsselten WLAN, was eventuell nicht so genutzt wird, wie es den Nutzerregeln entsprechen würde? Muss ich das beantworten? Wir hatten ein einziges Mal einen Fall, dass quasi, nennen wir es die Polizei, die Staatsanwalt oder wer auch immer, sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, ja, da ist was, das ist nicht so, wie es sein soll. Und dann war unsere ganz, ganz kurze Antwort, ja, es ist ein öffentliches WLAN, danke, tschüss. War der Käse gegessen, da kam dann nie wieder nochmal eine Rückfrage. Einfach nur, weil wir quasi dann unser Provider-Privileg ausgespielt haben, war das Thema ganz, ganz schnell gegessen im Sinne von irgendwelchem Missbrauch. Ansonsten, wenn wir unser WLAN so anschauen, haben wir bei manchen Standorten dann doch mal ziemliche Kurven drin, wo dann über längere Zeitraum so Bandbreite genutzt wird, was nur geht. Aber da sagen wir am Ende des Tages, dafür haben wir das gebaut. Wir haben das dafür gebaut, damit die Leute das nutzen können. Und wenn sich da einer hinstellt und eine Stunde lang alles runtersaugt, was nur geht, ja, dann kann ich nur sagen, ich habe es richtig gemacht. Ich habe dem Nutzer etwas zur Verfügung gestellt, was er wirklich gebraucht hat, was er wirklich nutzen konnte. Also wir haben es dafür gebaut, damit es wirklich genutzt wird. Deswegen Missbrauch würde ich das jetzt nicht nennen, sondern optimal ausgelastet. Sehr schön. Genau, jetzt hast du ja dich hingesetzt und knallhart RFCs implementiert. Gab es da außer den zu erwartenden Schmerzen noch irgendwelche Überraschungen oder irgendwelche besonderen Punkte, die dir im Gedächtnis geblieben sind, was du daraus lernen konntest? Als ich ganz am Anfang das Radius-Protokoll implementiert habe, quasi blind alles runtergeschrieben, auf Play gedrückt, sah alles ganz gut aus in meinen eigenen Tests und sowas. Und dann habe ich den vom Free Radius, den Radius Client, also Free Radius hat ja so einen eigenen kleinen Client, womit man sein Produkt testen kann, auf meinen Server angesetzt. Das hat geknallt an allen Ecken. Also das, was ich erstmal gebaut hatte, war überhaupt nicht kompatibel. Also ich musste erstmal wirklich viel lernen, diese einzelnen Bits und Bytes unter PHP richtig zu interpretieren und zu verarbeiten, weil diese Protokolle natürlich nicht so wie so eine JSON-Datei funktioniert, sondern ich musste wirklich, in dem ersten Bit steht das, im zweiten das und dann kommen erstmal drei Byte irgendwas anderes. Also man shiftet hier die ganze Zeit die Bits und Bytes durch die Gegend in diesen Protokollen. Die sind sehr low-level angeordnet, diese ganzen Protokolle, auch DNS, auch Radius, DHCP, die sind alle super low-level angeordnet, sind ja auch schon uralt, die kommen ja, was weiß ich, aus den 80er Jahren, diese ganzen Protokolle. Und damals kannte man ja auch nichts anderes, außer ein bisschen Bit von links nach rechts schieben. Also RFCs zu implementieren, macht meiner Meinung nach Spaß, wenn man den Kniff raus hat, Bits von A nach B verschieben zu können, ja. Sehr gut. Genau, du hattest ja auch so ein bisschen erzählt davon, dass man Änderungen vorher sehen möchte, bevor man sie tatsächlich produktiv nimmt. Ist das in dem System jetzt geplant gewesen, dass du irgendwie so ein Staging hast, irgendwie ein Testnetz oder sonstiges, wo du das vorher einmal ausprobieren kannst, die Änderung? Also auch Stand heute habe ich natürlich ein Developer-Bereich, wo ich, wenn ich an der Template irgendwas ändere, erstmal im Developer-Bereich mir hochlade und dann in einem geschlossenen Developer-WLAN mir das anschauen kann und dann rüber nach Production rüberschieben kann. Stand heute ist das natürlich aber sehr aufwendig. Angedacht habe ich da natürlich ein CMS und wenn man sich diese CMS-Lösung, die ich mir wünsche, dieses Zulu, einmal anschaut, dort sind
sehr, sehr viele Möglichkeiten, erstmal so ein Preview zu schaffen, sich das erstmal anzuschauen. Dieses Zulu ist ja eine wunderschöne Headless-Geschichte. Ich tippe quasi direkt auf meiner Webseite was ein und sehe sofort die Ergebnisse. Die Magic dahinter wäre Zulu, um halt diese Preview-Ansichten zu haben und verschiedene Stages mir anzugucken. Okay, und dann letzte Frage aus dieser Richtung. Könntest du noch mal mehr sagen zu der... Mehr sagen. Etwas genauer sagen, wie die Architektur aussieht, also wie jetzt die einzelnen Komponenten miteinander sprechen. Du hattest ja gesagt, dass die jetzt zum Beispiel dein DHCP-Server als Bibliothek eingebunden ist. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das alles auf einem Server? Ist das verteilt? Sind das Container? Wie sieht da so diese Architektur aus? Am Ende des Tages ist es Hupe, ob ich mir eine in Anführungszeichen Binary schaffe und die ganze Logik da reinpacke, ob ich mir irgendeinen Message Queue hinten dran packe, wo die einzelnen Komponenten hintereinander telefonieren hinten dran, ob ich alles miteinander mit irgendwelchen REST APIs sprechen lasse, ob ich das alles wegdocker, ob ich das alles in einer Appliance wie auch immer laufen lasse. Meiner Meinung nach ist das eigentlich völlig egal. Es ist alles möglich. Alles macht Sinn. Ich denke immer sehr modular. Ich würde diese ganzen Komponenten einzeln kapseln, als eigene Komponenten sehen. Ob ich die wegdocker oder nicht, sei dahingestellt. Eine Message Queue hinten dran und das Ganze als Appliance oder als ein Installer oder sowas, den man dazu packen kann, dann einfach anbieten. Also ich würde alles modular und dann über eine Message Queue miteinander telefonieren lassen. Alles klar. Währenddessen ich hier nochmal in die Runde gucke, ob es hier vor Ort noch eine Frage gibt. Vielleicht magst du ja nochmal sagen, wo man dann das auf GitHub nochmal findet. Das, was du an Code hast, was du... Genau, also mein jetziges, auch bevor ich das jetzt hier zurückblätter, mein jetziges GitHub-Handle ist mein alter Ego. Ich war 15 und brauchte ein Pseudonym. findet man meine aktuellen Sachen unter dem GitHub-Handle Sky Diablo. Und was noch alles kommen soll, wird auch dort veröffentlicht. Dort findet man auch den Radioserver. Im schlimmsten Fall mir eine E-Mail schreiben, dann kommuniziere ich das gerne alles nochmal raus. Finden wir natürlich wahrscheinlich auch alles nochmal hier in den Shownotes später. Stand heute ist nur der Radioserver als Open Source, aber alles andere, was ich hier vorgestellt habe, wird auch als Open Source zur Verfügung stehen. Das heißt, die ganzen einzelnen Komponenten. Damit das am Ende rund wird und ein eigenes WLAN-Hotspot-System wird, ja, da sind wir offen. Da können wir noch machen, was wir wollen. Ich hätte noch eine kleine Frage. Mir schwebt immer so ein bisschen durch den Kopf, dass, also ich sehe eine große Konkurrenz zum immer größer werdenden Mobilfunksektor, was das ganze Projekt City WLAN angeht. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen einordnen. Also wir haben täglich tausende Nutzer im City WLAN. Ich denke, das ist die Antwort. Ja, natürlich haben wir heute für x Euro schon etlichen Traffic auf unserem LTE und Mobilfon und was weiß ich. Aber mal so ein 2 GB iPhone Software Update runterziehen, macht dann halt doch keinen Spaß übers Mobilfunk. Und ich habe es immer gemerkt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, im Urlaub oder sonst irgendwo, da hangele ich mich von WLAN zu WLAN. Wenn ich in meiner gewohnten Umgebung bin, da bin ich auch immer im WLAN. Ich bin zu Hause im WLAN, ich bin in der Firma im WLAN, ich bin im City-WLAN vielleicht, ja, wenn ich in der Stadt bin. Das heißt, ich nutze meiner Meinung nach das WLAN eigentlich viel, viel mehr, bewusst oder unbewusst, als dass ich mein Mobildatenvolumen nutze. Und das Angebot eines öffentlichen WLANs ist meiner Meinung nach die Antwort für eine Stadt oder für ein Hotel oder für eine Firma, Gästenetz und, und. Also ein WLAN ist meiner Meinung nach nicht wegzudenken und wird nicht in naher Zukunft von so einem LTE oder dergleichen abgelöst. Danke. Alles klar, dann nochmal im Namen des Hacklabors vielen Dank, Volker, für den wunderbaren Vortrag.
Dankeschön an alle, die hier waren und auch fleißig den Abend möglich gemacht haben und aufgebaut haben. Und natürlich an die Zuschauer an den Endgeräten zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Danke.